Ausschuss. So, ich würde gerne noch fortsetzen wollen und den Punkt 26, 6, Starthilfe für Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende, jetzt hier behandeln. Ich sage schon mal vorneweg, nach diesem Punkt würde ich dann in die Pause mal gehen und dann mit 26, 19 nach der Pause weitermachen. Einreicher von 26, 6 ist Fraktion Die Linke. Leo Lenz bringt uns ein. Dann hatten wir zwei Rederechte vereinbart. Ich sage mal Ladies first, Frau Herberts, zunächst dann Herr Senf und dann gehen wir in die Debatte hinein. Also, bitte schön zur Einbringung, Leo Lenz. Schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen, liebe Gäste und vor allem liebe Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende, die heute vielleicht zuhören. Nachdem wir heute zu Beginn schon über die Kinder gesprochen haben, machen wir jetzt mit so ein, zwei Altersstufen darüber weiter und schauen auf die jungen Erwachsenen, die gerade eine Ausbildung starten. Und zwar geht es jetzt konkret um eine einmalige Starthilfe in Höhe von 150 Euro für Studierende, für Freiwilligendienstleistende und für Azubis. Und zwar alle die, die gerade nach Dresden gezogen sind oder auch schon in Dresden wohnen und jetzt hier die Ausbildung beginnen. Sicherlich kommt Ihnen das irgendwoher schon bekannt vor, denn so etwas Ähnliches gab es vor fast genau zwei Jahren oder bis vor fast genau zwei Jahren in Dresden schon. Nur hieß das damals Umzugsbeihilfe und war nur für neu zugezogene Studierende hier in Dresden gedacht und sollte die dazu bringen, sich dann hier anzumelden oder umzumelden in die Stadt. Neben der Ummeldung hatte diese finanzielle Hilfe auch noch viele andere Vorteile, die vielleicht mehr oder weniger gewollt damit einhergingen und die für uns der eigentliche Gewinn dieser Leistung sind. Auch ich gehöre übrigens zu den Studierenden, die vor einigen Jahren von dieser Umzugsbeihilfe profitiert haben und die Möbel, die ich mir davon gekauft habe, habe ich übrigens immer noch. Was mir aber auch damals schon ein bisschen ungerecht vorkam, war die Beschränkung der Zahlung nur für Studierende. Was war mit den Auszubildenden, die gerade nach Dresden gezogen sind oder in Dresden von ihren Eltern weggezogen sind in die erste eigene Wohnung? Was ist mit den Freiwilligendienstleistenden, die nur für ein winziges Taschengeld arbeiten? Unsere Idee der Starthilfe schließt all diese Gruppen mit ein, Studierende, Auszubildende, Freiwilligendienstleister und zwar nicht nur die, die jetzt neu nach Dresden ziehen, sondern auch die, die schon vorher hier gewohnt haben, denn auch die, Überraschung, stehen vor hohen finanziellen Herausforderungen und die können, zweite Überraschung, nicht immer die Eltern übernehmen. Als wir den Antrag geschrieben haben, war es schon teuer, Studi oder Azubi zu sein. Jetzt ist das Problem noch viel brisanter geworden. Ich nenne da nur so die Stichworte Inflation, Heizkosten, gestiegene Energiekosten. Die Bundesregierung hatte übrigens so eine ähnliche Idee zur Unterstützung mit der Energiepauschale für Studierende und FachschülerInnen. Wenn wir mal davon absehen, wie peinlich die Umsetzung und Zahlung der Pauschale verläuft, sehen wir doch, Einmalzahlungen scheinen gar nicht so aus der Mode gekommen zu sein und sind gar nicht so gefährlich. Dass es funktioniert, haben die Jahre mit der Umzugsbeihilfe gezeigt. Dass das Geld benötigt wird, kann auch kaum abgestritten werden. Natürlich bezahlen 150 Euro keine ganze Wohnung, sie können aber eine große Erleichterung sein. Vor allem dann, wenn man jeden Euro umdrehen muss. Sie können auch entlasten, weil keine Scham und kaum Bürokratie mit der Beantragung einhergehen. Niemand muss sich vor irgendwelchen Behörden nackig machen, kein Vorzeigen von Kontoauszügen, kein Einreichen der Steuerbescheinigung der Eltern wie beim BAföG, kein Grundriss aufmalen und Räume aufteilen, keine Infos darüber, bei wem welches Haushaltsgerät gehört wie beim Wohngeldantrag. Wie demütigend das sein kann, weiß nur, wer selbst einmal die vielen Antragsseiten in der Hand hatte. Und um es schon mal vorwegzunehmen, ja, wir haben damals den Ergänzungsantrag der Dissidenten zur Umzugsbeihilfe abgelehnt, weil er erstens an dem gestellten Antrag unserer Meinung nach fehl am Platz war. Da ging es um etwas ganz anderes. Da sollten soziale Dienstleistungen geprüft werden im Rahmen der Corona-Krise. Und zweitens, weil wurden eben nicht alle mit eingeschlossen, die unserer Meinung nach diese Leistung erhalten sollten. Und wenn der Antrag so schlecht ist, wie ich heute auch schon gelesen habe, dann vermisse ich den Ersetzungsantrag dazu, auch gerne von anderen Fraktionen. Ich kann jedenfalls keinen sehen, auch keinen Änderungsantrag, wäre aber natürlich bereit, noch besseren Anträgen zuzustimmen, damit die Leistung dann tatsächlich auch irgendwann kommt. Und den Rest vielleicht später noch dazu. Erstmal vielen Dank und ich bin gespannt auf die Beiträge.
Soweit zur Einbringung. Jetzt steigen wir ein in die Rederechte. Ich darf zunächst Frau Herberts nach vorne bitten und dann Herrn Senf. Jeweils haben Sie 5 Minuten Redezeit. Geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen hier im Saal auch und im Stream. Eine Sache vorweg, weil ich es einfach ansprechen muss und die Verwirrung gestern ja um die 2 vorziehen Anträge auch so ein bisschen aufklären möchte. Seit September 2022 ist dieser Antrag durch die Ausschüsse durch. Ich war inzwischen schon 2-mal sinnlos vor Ort im Stadtrat, weil die Linke im Vorfeld nicht kommuniziert hat, dass sie den Tagesordnungspunkt zur Umzugsbeihilfe vertagen will. Zur letzten Sitzung, dann habe ich übrigens nicht mal durch die Linke selbst, sondern von ihrem Redner 2 Tage vor der Sitzung Bescheid bekommen, dass kein Vorziehen beantragt wird und der Punkt somit ein 3. Mal nicht drankommt. Wieder sinnlos, Zeit verplant. Dann gab es eine erneute Einigung zwischen dem Redner und mir, das heute auf 15 Uhr vorzuziehen. Diesmal hat auch der Referent der Dissidentenfraktion schon über eine Woche vorher bei der Fraktion angefragt, damit ich nicht wieder sinnlos erscheine oder lange warten muss. Wieder keine Antwort. Gestern, einen Tag vor der Sitzung, bekomme ich wieder durch den Redner, nicht durch die Fraktion gesagt, dass es nun doch nach der Pause sein soll und nicht wie abgesprochen zu Beginn der Sitzung. Ganz ehrlich, man muss mit mir als Rednerin echt nicht so umgehen und kann auch ein bisschen Respekt vor meiner Zeit haben, ganz ehrlich. Ich hätte mir einfach deutlich bessere Kommunikation im Vorfeld gewünscht. Nun zum eigentlichen Thema. Sie erinnern sich sicher noch an mich. Ich bin Anne Herpertz, Tutorin an der TU Dresden und ich habe im November 21 bereits in der Anhörung vom Sozialausschuss sowie auch im März 22 zum damaligen Antrag der Dissidenten für eine Umzugsbeihilfe gesprochen und geworben. Danke an der Stelle an die Dissidentenfraktion, dass ich auch heute noch mal zu Wort kommen darf. Wir sprechen also nun über den Vorschlag der linken Fraktion zur Umzugsbeihilfe. Noch kurz der Reminder, Frau Barkow nannte unseren Vorschlag zur Umzugsbeihilfe damals unpassend und, Zitat, nicht zielführend. Die linke Fraktion stimmte dann, mit Ausnahme von 2 Enthaltungen, gegen unseren Vorschlag der Umzugsbeihilfe, übrigens auch Rückbezug auf die Rede vorher, ohne Ersetzungs- oder Änderungsantrag, was schon vor einem Jahr dann hätte beschlossen werden können. Noch während der Sitzung im März, also vor einem Jahr, kamen auch verschiedene VertreterInnen der progressiven Fraktionen auf mich zu. Sie stünden eigentlich hinter der Umzugsbeihilfe, was ich auch nach wie vor glaube und auch annehme. Die Idee soll dann aber mit in die Haushaltsberatung genommen werden. Und im Prinzip, das verstehe ich absolut. Erst Haushaltsberatungen und dann der neue Versuch für die Umzugsbeihilfe. Aber nur 2 Monate später, nachdem der Antrag abgelehnt wurde, im Mai, kommt die Linke, die den Vorschlag der Umzugsbeihilfe irgendwie nicht zielführend fand, mit dem fast exakt gleichen Antrag um die Ecke. Ein paar Änderungen gibt es, das erkenne ich an. Obwohl sie ihn vorher noch mehrheitlich abgelehnt hatte und es zu dem Zeitpunkt, das ist das Wichtigste, immer noch keine Haushaltsberatungen gegeben hatte. Das ist also nicht mal das Schlimmste an der Sache. Es hatten noch keine Haushaltsberatungen stattgefunden, als auch dieser Antrag eingebracht wurde. Man wollte, ja, es findet sich nach wie vor in diesem Antrag keine Kostendeckelung und auch kein Deckungsvorschlag, was insgesamt auch handwerklich ziemlich schlecht ist. Der Dissidentenantrag hatte wenigstens diese Obergrenze, bis wohin wie viel Budget überhaupt abgegriffen werden darf. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Der Antrag wird heute aller Voraussicht nach wieder abgelehnt werden. Den Hinweis der Dissidenten im Finanzausschuss, den Antrag zu vertagen, bis es einen Posten im Haushalt dafür gäbe, ist nicht gefolgt worden. Trotz vieler Vertagungen hat sich an dem Antrag nichts geändert. Es hätte also Mittel und Möglichkeiten gegeben, den Antrag zur Umzugsbeihilfe nicht zum Scheitern zu bringen. Die Quittung war dann ein negatives Votum im federführenden Ausschuss. Was folgt daraus? Wenn dieser Antrag jetzt hier im Stadtrat wieder abgelehnt wird, was sehr wahrscheinlich ist, weil er handwerklich schlecht ist, wird es 6 Monate lang wieder keine Möglichkeit geben, ihn eigentlich erneut einzureichen. Man hat also mit der Unfähigkeit, strategisch klug an die Sache ranzugehen, erneut verhindert, dass die Umzugsbeihilfe im nächsten halben Jahr für alle Zuziehenden oder hier schon seienden Studis, Azubis und Buftis kommen wird. Also faktisch einen Bärendienst für jene erwiesen, für die sie sich eigentlich sozial stark machen wollten. Wenn es ihnen wirklich um die betroffenen Menschen gehen würde, hätten sie vielleicht das Ziel des Antrags und die Strategie dahin über die Selbstinszenierung stellen sollen. Was wurde mir nach dem abgelehnten Dissidentenantrag zur Umzugsbeihilfe gesagt? Erst Haushaltsberatungen, dann Antrag.
Das hätte die Linke selbst tun sollen und außerdem auch alle anderen Fraktionen, die mir damals eigentlich gesagt haben, wir müssen das mit in die Haushaltsverhandlungen reinnehmen. Ich stehe doch nach wie vor für Gespräche mit den demokratischen Fraktionen zur Verfügung, wie wir es doch vielleicht irgendwie noch schaffen können, eine Umzugsbeihilfe wieder einzuführen. Ein letzter Tipp und fürs nächste Mal, vielleicht versuchen, auf ein politisches Ziel und dessen Umsetzung hinzuarbeiten, statt sich schmücken zu wollen. Das hilft den Menschen da draußen mehr. Danke für die Aufmerksamkeit. Als nächster Gastredner, Herr Senf, bitteschön. Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrter Oberbürgermeister, auch ich bin vor einiger Zeit hier nach Dresden gezogen, um zu studieren, so wie es jedes Jahr mehrere tausend junge Menschen machen. Ich gehörte dabei zu den Glücklichen, die einen der begehrten Wohnheimsplätze des Dresdner Studierendenwerks bekommen haben. So stand ich also vor der Aufgabe, das Wohnheimzimmer als mein erstes eigenes Zuhause einzurichten. Es ging gleich in den ersten Wochen mit meinem Vater, meiner Stiefmutter und meiner Mitbewohnerin, die ebenfalls im ersten Semester war, in den Dresdner IKEA. Mir fiel ein Riesenstein vom Herzen, als mein Vater mir auf der Hälfte der Galerie eröffnete, dass er den Einkauf übernehmen würde. Doch meine Mitbewohnerin musste ihre Einrichtung selbst zahlen. Und so geht es natürlich vielen jungen Menschen, die eine Ausbildung, ein Studium oder ihren Freiwilligendienst hier in Dresden beginnen. Denn häufig haben die Eltern eben nicht das Geld, ihre Kinder beim Studien- oder Ausbildungsstart zu unterstützen. Neben den ersten eigenen Möbeln kosten natürlich auch notwendige Anschaffungen für den Anfang des Studiums einen ziemlichen Haufen Geld. Sei es der mittlerweile unverzichtbare Laptop, Laborkittel oder Unmengen an Fachbüchern, die wir als Studierende selbst finanzieren müssen. Wo soll das ganze Geld zum Ausbildungsbeginn herkommen? Wenn die Eltern nicht unterstützen können, wird häufig als Alternative das BAföG genannt. Doch nicht einmal mehr ein Fünftel der Studierenden in Sachsen bekommen überhaupt noch BAföG und sind berechtigt. Geschweige denn in ausreichendem Maße, um überhaupt nur ihren Lebensunterhalt zu decken. Eine angemessene Erstausstattung wird in der Ausbildungsförderung tatsächlich auch nicht mit berücksichtigt. Hinzu kommt, dass die BAföG-Ämter derzeit mit der Digitalisierung der Anträge alle Hände voll zu tun haben. Dadurch und auch sonst ist das Geld selten direkt zum Ausbildungsbeginn auf dem Konto. Auch ich musste dieses Jahr zum Beispiel knapp 4 Monate auf mein Geld warten. Aber nehmen wir mal an, genügend Auszubildende und Studierende bekämen rechtzeitig genügend BAföG. Selbst dann ist die Förderung nur für die laufenden Lebenshaltungskosten gedacht. Die Anschubfinanzierung für die Gründung ihrer Existenz fehlt den jungen Menschen also immer noch. Wenn die Finanzierung nun über Eltern oder BAföG nicht wirklich in Frage kommt, muss das Geld zur Vorbereitung des Studiums wohl von den Studierenden selbst kommen. Doch trotz dessen, dass die Mehrheit der Studierenden für ihren Lebensunterhalt arbeitet bzw. arbeiten muss, zeigen aktuelle Studien, über 3/4 der Studierenden, die allein oder in Studierenden-WGs wohnen, sind armutsgefährdet. Noch immer hängt Bildung also massiv von der sozialen Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses ab. Diese Bildungsungerechtigkeit und die Armut unter jungen Menschen müssen wir als Gesellschaft mit allen Mitteln bekämpfen. Junge Menschen sollten deswegen zu Beginn ihrer Ausbildung unterstützt werden, damit sie nicht sofort nach dem Start in eine prekäre Lage kommen. Hinzu kommen für die Stadt Dresden noch weitere Probleme. Die Studierendenzahlen befinden sich derzeit im freien Fall und dabei fehlen uns jetzt schon Fachkräfte in allen Bereichen. Was wäre denn ein besseres Zeichen für Bildungsgerechtigkeit und für die Bindung junger Menschen an diese Stadt, als den Start in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen? Eine Starthilfe zu geben, den Auszubildenden einen Anreiz zu bieten, nach Dresden zu ziehen und sich damit einen echten Standortvorteil zu erarbeiten. Die Starthilfe würde den Betroffenen im finanziellen Rahmen des kommunal Möglichen unter die Arme greifen. Es würde ihnen zeigen, dass sie in Dresden willkommen sind und sie gerade zu Beginn ihrer Ausbildung entlasten. Denn von banalen Fragen wie, wo ist der richtige Hörsaal oder wie finde ich sozialen Anschluss, bis hin zu den fundamentalen Zweifeln darüber, ob der Ausbildungsberuf, der gewählt wurde, tatsächlich der richtige ist, müssen sich junge Menschen in dieser Lebensphase mit einigen Problemen herumschlagen. Dann wäre es doch das Mindeste, wenn die Stadt einen kleinen Beitrag leistet, zumindest beim Start finanziell zu unterstützen. Denken Sie daran, wer die Zukunft gestaltet, lassen Sie uns die Stadt beleben und jungen Menschen endlich die Unterstützung zukommen lassen, die sie dringend nötig haben. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Diskussion und die Fraktionsrunde. Wird Bündnis 90 das Wort gewünscht?
Ernst? Nein. Dann CDU wird das Wort gewünscht. Nein. SPD, Herr Engel, wird das? Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich spüre hier insbesondere auf der rechten Seite schon eine ganz große Sehnsucht nach weiteren Redebeiträgen. Mal schauen, was der Abend heute noch so bringt. Ich will es ganz kurz machen. Unsere Fraktion wird dem hier vorliegenden linken Antrag zustimmen. Es wurden jetzt ganz viele Argumente genannt, warum das für Studierende und Auszubildende sinnvoll sein kann, so eine Pauschale zu bekommen. Ich will tatsächlich noch mal auf zwei etwas anders gelagerte Aspekte auch aufmerksam machen. Das eine ist tatsächlich, wir sollten uns wirklich mal anschauen, wie sich der Zuzug junger Menschen nach Dresden in den letzten Jahren entwickelt hat und wie zum Beispiel auch die Attraktivität auch unserer TU Dresden sich entwickelt hat. Das ist nämlich, wenn man jetzt mal ganz, ganz ehrlich ist, nicht mehr so rosig wie noch vor 10 Jahren. Wir hatten vor 10 Jahren die Situation, dass wir etwa 9.500 Erstimmatrikulationen jedes Jahr an der TU Dresden hatten. Ja, das hat zum einen natürlich mit Hochschulpolitik zu tun, aber wir haben mittlerweile auch Probleme, überhaupt die Studiengänge, die wir haben, auch wirklich noch voll zu bekommen. Wir sind mittlerweile bei etwas über 6.000 Immatrikulationen pro Jahr angekommen. Und da ist es natürlich schon die Frage, habe ich als Kommune Möglichkeiten, da mit einem kleinen Beitrag zu leisten, um vielleicht auch den Standort Dresden einen Tacken noch attraktiver zu machen. Und da kann aus unserer Sicht so eine Pauschale ein Element sein. Und zweiter Aspekt, der aus Sicht unserer Fraktion bei dem Thema wichtig ist, wir wissen ja, dass Studierende nach Dresden ziehen. Wir wissen aber auch, dass sie sich nicht in allen Fällen auch mit ihrem Hauptwohnsitz nach Dresden ummelden. Wir haben zwar eine Zweitwohnsitzsteuer auch in Dresden, aber alle hier im Raum wissen spätestens seit Corona, die sorgt nicht dafür, dass das Meldeverhalten wirklich durchweg ehrlich ist. Und natürlich ist eine Pauschale von 150 Euro ein Instrument, was dazu beitragen kann, dass das Meldeverhalten auch ehrlicher wird und dass wir als Stadt tatsächlich dort auch natürlich im Ergebnis eine höhere Einwohnerzahl auch auf dem Papier haben. Und das ist ja kein Selbstzweck. Nein, das sorgt nämlich am Ende dafür, dass die Stadt Dresden zum Beispiel im Rahmen des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes von Landesebene höhere Schlüsselzuweisungen auch bekommen könnte. Also es ist tatsächlich auch eine finanzpolitische Frage, wo man schon gute Argumente auch für finden kann, zu sagen kann, ja, lasst uns so eine Pauschale wieder einführen, um tatsächlich hier verschiedenen Zielen auch zu genügen. Und deswegen werden wir als Fraktion diesem Antrag auch zustimmen. Wird FDP das Wort gewünscht? Herr Böttner, bitte. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, scheint es ja irgendwie einen sehr lustigen Streit zwischen Linksfraktionen und Dissidenten zum Thema zu geben. Für uns sehr unterhaltsam. Vielleicht noch mal kurz inhaltlich zum Thema. Wir haben diese Umzugsbeihilfe oder wie auch immer sie damals hieß, vor einiger Zeit abgeschafft. Das auch zu Recht, weil letzten Endes gab es ein Argument der Verwaltungskosten, die doch deutlich höher sind als das, was dann als Vorteil hinten raufkommt, das alles einzeln zu prüfen. Jetzt das wieder einzuführen, das ist, glaube ich, aus unserer Sicht völlig unnötig. Auch die Unterstützung für Studenten ist ja in den letzten Jahren durch die Bundesmittel, ob das BAföG, Möglichkeiten der Darlehen und Ähnliches, ist deutlich verbessert worden. Das heißt, da gibt es genug Optionen und auch als Student hat man, ich habe es ja selber durch, immer genug Zeit, auch mal den einen oder anderen Nebenjob zu machen. Auch da sind durch die Mindestlohnanhöhungen nichts ist unkomplizierter geworden in den letzten Jahren, als statt als Student mal eben ein paar Nebenjobs oder mal einen Nebenjob zu machen. Also von daher gibt es da, glaube ich, nicht das Problem und nicht diese Baustelle, das zu lösen. Und deswegen ist das Ganze hier abzulehnen. Finanzierung ist auch in keiner Weise angesprochen, in keiner Weise gesichert. Deswegen ist der aus meiner Sicht auch gar nicht zulässig. Aber ja, in Summe sollten wir es so lassen. Wir haben es zu Recht abgeschafft. Es gibt genug andere Maßnahmen, um das alles zu unterstützen. Und dann sollte man sich auch auf andere Maßnahmen wie die Attraktivität der Universität und Ähnliches konzentrieren. Und entsprechend bitten wir um Ablehnung des Antrages. Freie Wähler, Freie Bürger, das Wort gewünscht. Sieht nicht so aus. AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum.
Vielen Dank, Herr Blödner, für die Ausführungen bezüglich Nebenjobs etc. pp. Ich muss sagen, grundsätzlich ist es ja so, wir hatten die Umzugsbeihilfe, die wurde abgeschafft aus dem, den Gründen, dass die Verwaltungskosten höher sind und eigentlich wir auch ursprünglich die Umzugsbeihilfe nur hatten für die Studenten, damit wir mehr Einwohner haben, damit wir höhere Zuweisungen bekommen. Ja? Jetzt ist es so, dass wir hier wieder bestimmte Leute, sagen wir so, mit 150 Euro bevorzugen sollen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt hier in Dresden wohne, meine Lehre beginne in Radeburg, Radeberg, Kreischer oder sonst was, dann gucke ich blöder aus der Wäsche. Das muss ich sagen, es ist ein bisschen unfair. Und das von, ich sag mal so, von der Linken, muss ich sagen, ist man eigentlich was anderes gewohnt. Ne? Hier sind die Buftis genannt und ich fange jetzt an bei der Bundeswehr als Zeitsoldat, um mein Land zu verteidigen, falls mal eventuell irgendjemand, bin ich auch der Doofe. Ne? Muss ich sagen, irgendwo fehlt hier die Fairness drin. Von der Seite her ist es schon mal rechtlich ganz schön kritisch zu sehen, was hier drin steht. Und was wir gesehen haben, hier sind externe Redner teilweise, die sich dann beschweren, weil sie nie als Erster drankommen. Also das ist schon, ich würde sagen, erstmal Leistung bringen und dann fordern und nie fordern und dann Leistung bringen. Dankeschön. So, damit sind wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen liegen mir doch vor. Herr Schmelig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, zwei Stichworte zu zwei Überschriften wollte ich ganz gerne noch ein paar Anmerkungen machen. Die erste Überschrift heißt Respekt. Und da muss ich einfach sagen, ich finde es unglaublich respektlos, wie ein Stadtrat, der Gästen Rederechte einräumt, dann selber aber meint, in der Zeit lieber sich mit eigenen Reden beschäftigen zu müssen. Das finde ich nicht gut. Und das möchte ich kritisieren. Punkt 2. Ernst nehmen eigene Anliegen. Ich finde, wir haben über dieses Thema Umzugsbeihilfen in einem anderen Kontext, darauf wurde ja auch schon vorher hingewiesen, schon einmal gesprochen. Und jetzt besinnt sich die Linke darauf, wäre doch eine schöne Idee, hier, es nähert sich auch das Jahr 2024, doch mal was für die Studierenden und Auszubildenden zu tun. Über deren Notwendigkeit haben wir vielleicht gar keinen Dissens. Aber die Ernsthaftigkeit von Anträgen erweist sich daran, wie man selber damit umgeht. Darauf ist auch schon hingewiesen, was den Beratungsverlauf angeht. Aber offensichtlich hat die Linke ihren eigenen Antrag überhaupt nicht ernst genommen, weil sie sind haushaltstragende Fraktion. Und ich habe nicht davon gehört, dass diese Forderung überhaupt in den Haushaltsberatungen aufgestellt wurde. Geschweige denn im Haushalt manifestiert wurde. Und dann kann ich allerdings nur noch mit dem Kopf schütteln und sagen, da schicken Sie sozusagen ein Vertreter der Fraktion los, die Bella Figura machen kann überall und sagen kann, wir wollen das ja. Aber ernst genommen hat die linke Fraktion ihren eigenen Antrag nicht, weil sonst hätte sie auch die notwendigen Haushaltsmittel in den Haushalt eingestellt. Dann hätte auch dieser Antrag logischerweise unsere Zustimmung gefunden. Liebe SPD, ihr könnt ja heute auch gerne sozusagen sagen, wir wollen das. Ja? Aber auch ihr habt logischerweise nicht als haushaltstragende Fraktion hier diesen Schritt gemacht. Aus dem Grunde ist es einfach hochgradig ärgerlich, dass ein Anliegen eben mit dieser Leichtfertigkeit hier heute verseppelt wird, weil man im Vorfeld sozusagen nur geredet hat und nicht gehandelt hat. Leider muss man aus den gerade geschilderten Gründen diesem Antrag heute die Zustimmung verweigern. Wenn man aber will, dass dieses Anliegen, das Geld ist doch gar nicht da, ist doch alles Bullshit, belügt doch nicht die Leute. Würst und andere Genossen, hört doch auf, die Leute zu belügen. Das ist doch eine Unverschämtheit im Grunde genommen. So. So, nun ist erstmal wieder die Rednerliste abgearbeitet. Wird ein Schlusswort des Antragstellers gewünscht? Herr Leo Lenz, bitte.
Ganz kurz von hier, also ich glaube, wir belügen hier niemanden und wir nehmen unseren Antrag sehr ernst und deswegen bin ich gespannt auf die Abstimmung, wie ernst den die anderen nehmen. Zu der kommen wir jetzt und da haben wir einen ablehnenden, federführenden Ausschussbericht, den ich hiermit zur Abstimmung stelle. Wer die Ablehnung erteilt, müsste jetzt mit Ja stimmen. Ja-Stimmen, 36 14 Nein-Stimmen, 12 Enthaltungen. Damit ist der negative federführende Ausschussbericht angenommen worden und damit der Antrag abgelehnt. Mit